Hey Sunshine, es ist soweit. Mein neues Kartendeck Orakelbotschaften ist da. 55 Karten zum Selberlegen und Deuten. Das wunderschöne Deck hat nicht nur eine neue Größe, sondern auch einen Glitzerrand. Ein Must-Have für jede Sammlung. Worauf wartest du? Lass dich vom Universum führen und bestelle jetzt. Dein Herzmensch, wer auch immer das ist, wie steht er oder sie aktuell zu dir? Welche Gefühle hat dieser Mensch noch für dich? Was denkt er über dich? Wie geht's mit euch weiter? All das schaue ich mir heute an und in diesem Sinne, hello, hello Sunshine und willkommen zu einer neuen Kartenlegung. Wir starten rein mit Tarot. Und alle Kartendecks, das hier ist von Chris Ann, werde ich euch verlinken unter dem Video, wie immer, falls ihr irgendwas stöbern möchtet. Und wir schauen jetzt mal rein. Die zwei der Kelche. Sein Bauchgefühl sagt, ich würde mich gerne versöhnen. Aber, hier liegt das Aber mit den fünf der Münzen, ja. Der Hierophant, der stößt einen so in die Richtung von wegen Versöhnung, Miteinander, ja, dass man wieder miteinander spricht, dass die Liebe wieder fließen kann mit den zwei der Kelchen, dass man sich die Hand reichen kann, 111 bei mir auf dem Videotimer. Das ist so das Bauchgefühl, was dieser Mensch hat, aber da spricht irgendwas gegen mit den fünf der Münzen, denn das ist ein Mangel. Entweder ist das nicht möglich, dass ihr euch vertragt, oder man hat nicht den Mut dazu. Es ist jetzt die falsche Zeit dafür. Vielleicht bist du vergeben, man kommt nicht mehr an dich ran. Hier ist dieser Drang, dieser Hang zur Versöhnung oder sich zu treffen, mit dir zu sprechen, ein Miteinander. Und dann dieses Aber. Okay, verborgene Antworten. Unser wunderschönes pinkes Deck. Ja, pink, ne? Wie man unschwer erkennen kann, ist meine absolute Lieblingsfarbe. Klärt jetzt nochmal hier die Situation. Bald. Es wird Zeit, sagt dieser Mensch. Es muss bald sein. Er hatte irgendeine Erkenntnis über dich. Er hat irgendwas eingesehen, ihm ist etwas bewusst geworden. Und das Ganze, wie man sehen kann, ist irgendwie schmerzhaft. Ist was Unangenehmes. Ist etwas, das man vielleicht am liebsten gar nicht erkannt hätte, denn jetzt muss man dementsprechend handeln. Meine Lieben, der 12., 13., 19. und 20. Das sind Wochentage, die könnten wichtig werden. Ja? In ein paar Tagen. Also sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass jemand hier am Wochenende deine Nähe sucht, dass man auf dich zukommt. Upsala. Wir sollten getrennte Wege gehen. Dieser Mensch spielt mit dem Gedanken, dich doch loszulassen. Und das ist dieses Aber. Diese Tür ist vielleicht auch einfach schon zu. Ja, ist das hier eventuell eine Situation, die unumkehrbar ist? Denn kennt ihr das Gefühl, man sitzt zum Beispiel auf der Terrasse, ne? Man hört ein Lied im Radio, dann denkt man so an eine ganz bestimmte Person und wie schön damals alles war. Und dass dieser Mensch jetzt nicht mehr da ist, im Leben ist. Und dann kommt so dieses Bauchgefühl, ach guck mal, wie toll wäre das, wenn ich sie anrufe, ne? Oder wenn ich mich mal wieder melde, wenn wir mal wieder was machen würden. Und dann kommt so dieses, ach aber irgendwie ist ja auch schon zu viel Zeit vergangen. Man hat jetzt jeder so sein Leben, vielleicht soll es auch einfach nicht mehr sein. Das ist die Energie, die mir heute durchkommt. Das ist die Energie von deinem Herzmenschen. So fühlt er in deine Richtung. Ja, man will irgendwie hier wieder zu dir, aber da spricht auch einiges gegen. Man hat sich dafür entschieden zu gehen und jetzt zurückzukommen, ne? Das ist dann auch so eine Sache. Klären wir doch mal, ja, mit unserem wunderschönen neuen Deck Orakelbotschaften. Absolute Empfehlung, wenn man eine klare Kante braucht, ja. Wenn man schauen möchte, welche Energien hier einfach jetzt vertreten sind in dieser Situation. In diesem Falle ergänzend. Welche Energie wirkt? Wo ist hier vielleicht das Problem? Mädels, ist das ein Ding? Ich habe gerade gesagt, dass das hier vielleicht unumkehrbar ist. Es gab einfach ein Ende bei euch beiden.
Ihr habt euch dafür entschieden, euch zu verlassen, getrennte Wege zu gehen, nicht mehr miteinander zu sein. Und darüber ist ihm wirklich sehr viel klar geworden, als ihr dann wirklich getrennt wart. Jeder lebt sein Leben, ne? Du bist da, er ist da und dann nach und nach mit den Tagen, mit den Wochen, mit den Jahren ist einem immer hier mehr der Groschen gefallen. Unangenehme Erkenntnisse, Einsichten, wo man sich jetzt vielleicht denkt, oh nein, jetzt ist es aber schon zu spät, wäre ich da mal damals drauf gekommen. Das Problem, das große Aber ist euer Ende. Ja? Und dieser Mensch bereut Reue, Trauer, ja, diese ganzen Vibes von Liebeskummer. Guckt euch das mal an, wie dieser Mensch, der schreit. Und der packt so an diese Glastür, so nach dem Motto, ich komme da nicht durch, die Tür ist zu. Ja, die Tür ist zu. Du hast es hier mit jemandem zu tun, der nicht immer alles richtig gemacht hat. Der vielleicht sogar echt einen blöden Abgang hingelegt hat, mit dem zuletzt nichts gut lief. Weil, guck dir das an. Dem ist zum Schreien zumute. Und die Türe ist zu. Vielleicht hast du sie auch geschlossen. Ist eine Energie, die oft reinkommt in letzter Zeit. Vielleicht bist du auch diejenige, die ihre Koffer gepackt hat. Ja, und dieser Mann klebt ja am Zugfenster und schreit, nein, steig aus! Und dann fährt der Zug so los. Der Zug ist eventuell abgefahren. Hier gab es einen Bruch. Ist das Wahnsinn? Meine Lieben, dieses wunderschöne Deck gibt's erst quasi seit gestern, ja, gestern oder vorgestern habe ich es released und es ist jetzt verfügbar, Orakelbotschaften, absoluter Allrounder, wenn es um Energien geht, ja, einfach das Deck mischen und gucken, welche Energie sich zeigen möchte faktisch und zudem sieht es natürlich noch wunderschön aus, ne? Meiner Meinung nach ein Must-Have in jeder Kartensammlung oder auch natürlich ein wunderschönes Geschenk für eine Freundin, die Karten legt, ne, absolut. So, schauen wir mal, was sich noch dahinter verbirgt. Der Schlüssel, die Problemlösung, ja, das ist das hier, wo sein Bauch ihm sagt, ich möchte mich mit ihr vertragen, aber wie? Ja, welche Möglichkeiten hat man hier? Hat man hier noch eine Chance? Kann man nochmal ein neues Kapitel aufschlagen? Hat man vielleicht sogar den Schlüssel für die geschlossene Tür? Wie kommt man an dich ran? Hier ist eine Tür, die ist zu. Du verwehrst es vielleicht, diesen Menschen auch zurückzukommen. Allein energetisch könnte sein. Ja? Wenn du jeden Tag denkst, ich hasse ihn, ich will ihn nicht, was der gemacht hat, glaub mal, diese Energie kommt an. Ja? Everything is energy. Ja, alle sind connected. Das, was du denkst, nicht umsonst ruft man sich manchmal gleichzeitig mit der Mama an. Oh, ich habe gerade an dich gedacht. Oh, ich auch an dich. Ja, wie kommt denn das? Wie kommt denn das, mein Lieben? Du drückst ihn, glaube ich, energetisch weg von dir. Du hast vielleicht auch abgeschlossen einfach für dich. Du musst das nicht mal kommuniziert haben. Es kommt an. Das kriege ich ganz, ganz deutlich rein. Du bist hier in so einer Endzeitstimmung. Du willst diesen Menschen vielleicht nicht mal zurück. Vielleicht bist du die, die sagt, nee, jetzt ist es vielleicht wirklich so, wir sollten getrennte Wege gehen. Dieser Mensch, ja, je mehr du ihn wegschiebst, desto mehr will er zurückkommen. Desto mehr fällt dir der Groschen bei ihm. Also jemand ist in einer Versöhnungsenergie, will etwas wieder gut machen, ne? Zwei der Kelche, das ist auch so, ich reiche dir die Hand. Ja, aber wie? Was ist hier der Schlüssel? Was ist die Lösung für das ganze Problemchen hier? Hier denkt jemand über einen Neubeginn nach. Ist sehr nostalgisch. Schaut sich irgendwie alte Fotos an, alte Chatverläufe. Und mir kommt rein, was ich dir noch sagen soll. Während diese Chatverläufe gelesen werden, da wird ihm einiges bewusst. Wenn der so die Zeilen nochmal liest zwischen euch, denkt er sich, oh Gott, ne? Wie habe ich denn da geantwortet damals? Oder das hätte ich mir echt drücken können. Das hätte ich ihm nicht sagen müssen. Okay. Verborgene Geständnisse. Ich hätte jetzt ganz gerne mal 3, höchstens 4 Energien. Gedanken. Impulse von ihm in deine Richtung. Oder von ihr, völlig egal.
3, 4 Karten bitte mit klaren Aussagen über dich, in Bezug auf dich. Ich will dich, weil du alles bist, was ich immer wollte. Ich will dich. Ich will dich zurück. Ich will mich mit dir versöhnen. Ich will dich. Du bist in irgendeiner Form das, was dieser Mensch immer wollte. Entweder bist du die Traumfrau oder die Mutter, die man sich gewünscht hat für die Kinder. Du bist vielleicht genau sein Typ. Du bist alles vereint, kommt mir rein, in einer Person, was er sich wünscht. Ja. Lektion, da ist es. Die Erkenntnis, von der ich sprach. Ich wusste nicht, was ich hatte, bis ich es verloren habe. Bis du die Türe zugemacht hast. Bis du den Schlüssel weggenommen hast. Vielleicht wurde hier jemand wirklich einen Haustürschlüssel weggenommen, die Schlösser ausgetauscht. Der Schlüssel zum Glück, du hast den mitgenommen in irgendeiner Form. Sein Schlüssel zum Glück. Und es war ihm eine Lektion. Er hat echt heftige Schuldgefühle. Ist es schon zu spät? Hier. Dieser Abschied. Auf einmal warst du weg. Auf einmal ist die Türe zu. Auf einmal sitzt man da ganz alleine in der Wohnung, ne? Tja. Und dann ratter, ratter. Die Gedanken, die Gefühle. Alles wird immer lauter. Tja, und dann kann man nicht einfach zurück. Hier, guckt's euch an. Gestern ist diese Karte auch gefallen. Entschuldigung. So habe ich sogar das Video genannt gestern. Schaut da gerne mal vorbei. Das ist ein Zeichen. Wenn ihr das Video gestern noch nicht gesehen habt, dann ist die Botschaft vielleicht für dich. Ich will es wieder gut machen. Ich habe das Gefühl, morgen könnte sehr, sehr spannend werden. Das große Seelenpartner-Orakel, was ich lege für die Kanalmitglieder. Ich habe das Gefühl, da wird es morgen richtig rund gehen. Jemand will etwas gut machen, ist Versöhnungsenergie. 2 der Kelche. Ich habe ja gesagt, sein Bauchgefühl geht absolut in die Richtung. Okay. Was ist seine Hauptenergie, wenn er über dich so nachdenkt, wenn er über dich philosophiert? Was ist so das Main-Thema, also das Hauptthema? Was ist das Hauptthema, worüber er nachdenkt, wenn es um dich geht? Das Hauptthema hätte ich gerne. Und das liebe ich so an diesem Deck, ne? Hier ist alles Mögliche drin. Hier ist alles. Hier ist einfach alles an Energie, was man einfach nur betiteln könnte. Deswegen habe ich an diesem Deck auch wirklich ein bisschen länger gearbeitet. Aber solche Decks, finde ich, gibt es viel zu wenig. Ja? Weil eigentlich nur im Tarot, aber Tarot kann halt nicht jeder legen. Und das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Und hier sind die Karten gefallen. Die Lehre. In diesem Deck ist es so, hier gibt es zahlreiche Botschaften, ja, die zu diesem Hauptthema hier gehören. Und hier geht es um eine Lehre bei euch beiden. Es war ihm eine Lehre. Hier, Lektion. Wenn er an dich denkt, das ist sein Hauptthema, wird ihm klar, oh Mist. Wenn er an dich denkt, ist er absolut in der Innenschau. Ich sag ja, in der Stille werden die Gedanken lauter, die Gefühle werden lauter, ja? Du hast ihn hier richtig ins Denken gebracht. In die Reflexion, seitdem du weg bist, denkt er überhaupt mal über dich nach. Liest die alten Chatverläufe und reflektiert, was der da überhaupt alles geschrieben hat oder wo er vielleicht mal hätte aktiv werden sollen. Rückwirkend guckt er sich jetzt eure ganze Verbindung an. Und was ist? Es dient ihm. Es dient seiner Selbstentwicklung. Es könnte sogar sein, dass dieser Mensch sich auch Kartenlegungen anschaut. Oder vielleicht postest du welche und er schaut sich deine Kartenlegungen an. Oder er wusste, dass du spirituell unterwegs bist, ja, und da muss er so an dich denken. Vielleicht hast du ihm irgendwie mal gesagt, nichts passiert ohne Grund. Ja, weil er hat ja auch diesen spirituellen Touch durch diese ganze Aktion mit euch beiden bekommen. Ja, dass er vielleicht auch jetzt an das Göttliche glaubt und denkt, Mann, ey, das ist doch alles nicht umsonst passiert mit uns beiden.
Vielleicht musste ich sie auch verlieren, um zu erkennen, was sie mir bedeutet. Das sind ja alles spirituelle Ansätze. Dieses Ende mit dir macht ihm so zu schaffen, der hat Liebeskummer. Abschied, seht ihr das? Die Karten, Wahnsinn schon wieder. Ich liebe dieses Deck, wirklich. Das ist der Wahnsinn. Gut, ich hätte jetzt ganz gerne mal eine Tendenz. Eine Tendenz von diesen Menschen, und zwar vom Tarot. Liebes Tarot, was hat dieser Mensch vor? Weil er hat es angekündigt, seine Tendenz, er denkt hier über eine Versöhnung nach oder wie schön das einfach wäre, dass man da Lust drauf hätte. Dass man das macht, heißt das aber nicht. Was hat er vor oder auch nicht vor? Jetzt, in diesem Moment, wenn du das Video schaust, völlig egal wie alt es ist. Oh, er hat was vor. Zweite Stäbe. Hier ist die Zukunftsplanung, meine Lieben. Ach, die vier der Münzen. Er ist sehr unflexibel. Du hast es hier mit jemandem zu tun, der vielleicht auch Gewohnheiten mag, Routinen hat, der im Leben nicht gerne was ändert, ja? Er hat Liebeskummer. Er hat richtig Liebeskummer. Vielleicht denkst du dir jetzt, yo, ist klar, der und Liebeskummer. Mein Lieben, glaubt nicht alles, was ihr seht. Jeder Mensch ist anders, indem er das zeigt oder nicht zeigt, ja? Und ich sehe hier, ich sehe hier jemanden, der sich komplett abschottet. Ich habe das Gefühl, damit du da überhaupt gar keinen Wind von bekommst. Hier ist gar nichts an Aktivität zu sehen in den Karten. Also absolute Zurückhaltung seinerseits. Auch hier bitte wieder eine Energie, eine klare Energie auf die Tendenz. Was hat er vor? Der Handschlag ist gefallen. Was hat er vor? Oh mein Gott. Ach, ich liebe das ja immer, ne? Das war damals hier bei Botschaften der Engel auch schon so, Leute, ne? Da waren wir ja auch so geplättet, was da manchmal gefallen ist und wie sich das dann fügt in die Legung. Ja, da haben wir es nochmal, schwarz auf weiß. Oder weiß auf pink. Der Handschlag, das ist seine Tendenz. Erste Wort, Versöhnung. Da haben wir es, ja. Ihr habt einen Seelenvertrag. Euer Deal ist noch nicht abgelaufen, soll ich dir sagen. Jetzt ist er im Zuge. Seine Seele soll in diesem Prozess wachsen. Und ich habe das Gefühl wirklich, ihr beide, ihr werdet euch nochmal begegnen. Es kann wirklich sein, dass ihr euch dann so joke-mäßig die Hand gebt. Wie kleine Kinder, wo die Lehrerin sagt, so, und jetzt gebt ihr euch die Hand. Ja, und dann steht ihr da und sagt, guckt euch so an. Ich habe das wirklich für viele drin. Und ihr schmunzelt euch so an und dann so, ja, okay, Entschuldigung. Kann sogar sein, dass er dir die Hand geben möchte, wirklich, wahrhaftig. Und dann so, es tut mir leid, können wir uns vertragen. Dieser Mensch ist sehr stark am Hadern. Warum hadert er? Warum hadert er? Ich habe das Gefühl, er hat dich zu stark verletzt, sagen die Karten. Ja, er weiß nicht, ob er den Schritt machen soll. Der Drops ist schon irgendwie gelutscht zwischen euch beiden. Die 10 der Stäbe. Du hast deine Koffer gepackt und bist weg. Du bist weggezogen. Ja, hier. Du bist schon in den Zug eingestiegen. Das Ganze ist vielleicht einfach schon zu tief drinne. Wie ein Stein gemeißelt kommt mir rein. Zu final, zu lange Zeit gelassen. Zu unumkehrbar das Ganze. Er hat dich zu stark verletzt. Er weiß nicht, ob er den Schritt gehen soll. Page der Stäbe ist die Aktion, ne, der Sprung, die Aktion, die man tut. Und die wird blockiert durch die 10 der Stäbe, durch etwas, was schon ad acta ist. Deswegen ist er auch am Hadern. Er kann sich nicht entscheiden mit den 2 der Stäben. Er kann sich nicht überwinden, da von seinem Platz wegzukommen, zu dir hin. Er kann sich nicht überwinden, diese Nachricht an dich abzusenden. Er hat zu viel Schiss. Ich glaube, er hat auch zu viel Schiss vor einer Absage. Dass du sagst, nee, habe ich keinen Bock drauf. Denn er will hier wieder etwas gut machen, aber der hat dein Herz ganz schön verletzt, 3 der Schwerter. Das ist richtig, da hat's gescheppert. Das ist etwas, das ist hier komplett verbrannt. Bei euch, ne, wäre eure Verbindung in den Kuchen.
Dann wäre nicht nur oben so leicht schwarz auf dem Kuchen, weil man ihn eine Minute länger drinne hatte und dann hätte man es abkratzen können. Nein, euer Kuchen, der ist so richtig verkohlt. Das ist Wahnsinn, mein Lieber, das ist Wahnsinn. Ihr spürt's, ihr seht's, ja, ihr seht's, hier. Entschuldigung, ich will es wieder gut machen. Ich will wieder miteinander sein, zwei der Kelche, die die Hand geben. Versöhnung. Kompromiss. Hab aber zu viel Schiss. Wow. Drei Lennys hätte ich jetzt gerne auf die Situation. Was wir hier erwarten dürfen. Was dürfen wir erwarten? Der Bär, der Eisbär. Was ist zu erwarten? Vier sind gefallen. Die Ruten, der Sarg und der Anker. Die Stille wird gebrochen. Die Stille wird gebrochen. Der Bär findet hier die Stärke, mit den Ruten hier einmal ordentlich aufzuräumen. Hier muss aufgeräumt werden, ja? Und durch diesen Putz, durch diesen Frühjahrsputz, durch dieses Aufräumen, hier kommt ein sehr, sehr klärendes zum Beispiel Gespräch oder ein klärendes Miteinander schreiben. Denn hier ist einfach dieser Impuls. Seine Seele sagt ihm, das ist jetzt der Weg, ja? Das ist jetzt einfach hier der Weg, dass ihr beide in die Stabilität kommt. Mit dem Anker will hier auch etwas wirklich bereinigt werden. Ja? Der Anker ist Zuversicht, Gewissheit. Man bekommt auch Gewissheit, man bekommt Stabilität zurück. Dieser Mensch schuldet dir vielleicht noch Antworten, kommt mir rein. Ja? Amor unterm Deck, verliebt, Traumpartner, Begeisterung, Gefühle. Okay. Hier ist etwas nicht final beendet worden. Kann sogar sein, dass ihr damals im Streit ein letztes Mal geschrien habt und dann haben die Türen geknallt und ihr seid auseinander und seitdem habt ihr einfach nie wieder gesprochen. Vielleicht hat er sogar noch Sachen von dir zu Hause oder so. Die Balance, ja. Sagte ich, hier möchten Dinge ins Gleichgewicht kommen. Mit dem Anker in die Stabilität, in die Balance. Eine Balance zwischen Schwarz und Weiß. Zwischen Gut und Böse, zwischen Hell und Dunkel. Mit dem Bären findet man die Stärke. Ich habe das Gefühl, dass mit dir, dieses klärende Gespräch, dass er braucht das für seinen Seelenfrieden. Er sagt, das schulde ich ihr. Das ist vielleicht eine sehr maskuline Energie, mit der du zu tun hast. Ein Mann, ne, der so vielleicht Wort legt auf Handschläge. Also es gibt viele Männer, die ich auch privat kenne, die legen großen Wert auf das, was man mit einem Handschlag besiegelt. Das Wort, das muss gehalten werden. Du hast hier vielleicht jemanden, der dir irgendwie was versprochen hat, der einfach auch für sich sagt, ich muss das noch mit ihr klären. Das hat sie nicht verdient. Das schulde ich ihr. Ja, ich muss da aufräumen mit den Ruten. Dieses ganze Chaos, diese verbrannte Erde, die ich hinterlassen habe, die Scherben, wo das Herz zu Bruch ging. Ich musste aufräumen bei ihr. Ja? Wir müssen hier mit dem Sarg wirklich die Kamellen hochholen und drüber sprechen. Das schulde ich ihr. Oder, für einige habe ich, er hat dir mal was versprochen, was er noch einlösen möchte. Er hat dir auf irgendwas die Hand gegeben oder hier diesen kleinen Schwurfinger. Ja? Was möchte uns denn hier verborgene Antworten 2 noch mit auf den Weg geben? Du und dein Herz, Mensch, was möchte sich noch zeigen? Ja, ich habe es gewusst. Ich wusste es. Ihr werdet euch nochmal begegnen. Und es könnte ein Date sein, vielleicht sogar jetzt am Wochenende. Ja, jemand will sich bemühen. Könnte sogar ein Date sein, wo man irgendwas arrangiert, wo wirklich Sekt besorgt wird. Erdbeeren stehen dann vielleicht auf dem Tisch, ja, oder irgendwie ein schickes Restaurant. Jemand will hier wirklich versuchen, das gewuppt zu kriegen, auch symbolisch. Dass man wirklich hier sich Gedanken macht oder was vorbereitet, einen Ausflug plant oder irgendwas. Weil das schuldet er dir, wie gesagt. Er hat dich damals so zurückgelassen. Oder sie.
Hier hat jemand etwas gut zu machen und er will es gut machen, schon ganz, ganz bald. Weil dieser Mensch sagt, du bist es halt. Ich will dich, du bist das, was ich immer wollte. Warum soll ich mir dann wen anders suchen? Ja? Wahnsinn, also alleine der Handschlag, also dass das hier gefallen ist, das ist der Oberwahnsinn. Und in diesem Sinne würde ich jetzt gerne mal schauen, auf dieser Liebesverbindung, die es ja hier wirklich scheinbar ist, welche Gefühle liegen hier noch drauf? Ja, die aktuellste Gefühlsenergie, was liegt hier jetzt gerade auf eurer Verbindung an Energie? Wo befindet ihr euch in dieser Liebe oder auch Nicht-Liebe? Allein die Zeit wird es zeigen. Okay. Die Zeit bald, die nächsten Tage werden es zeigen, wo ihr beide steht. Von so eventuell auf so. Die Zeit, die kommenden Tage, die kommenden Wochen werden es zeigen, soll ich dir sagen. Und hier steht was im Raum. Hier steht ein Handschlag an. Was sagen denn die Engel dazu? Ganz wichtige Meinung, meiner Meinung nach. Das Engeldeck liebe ich, wenn es um den Rat geht. Das ist, als würdest du deine Oma fragen oder deine beste Freundin, die du vielleicht aber auch nicht hast. Nicht jeder hat einen geliebten Menschen, zu dem man mal hingeht und sagt, ja, was meinst du denn? Ja, aber Entscheidungen haben wir alle zu treffen. Und dafür ist Botschaften der Engel da. Soll ich oder soll ich nicht? Ja oder nein? Jetzt oder bald? Gar nicht sein lassen? Was raten dir die Engel? Was sollst du jetzt noch wissen? Auf diese Gesamtsituation, die wir jetzt erfahren haben, was wollen die Engel uns hier noch mit auf den Weg geben? Was ist jetzt wichtig? Nimm Abstand. Nimm Abstand. Ich habe das Gefühl, es könnte sehr fatal werden, wenn du jetzt versuchst, die Energie, die dir jetzt gerade hier mitgeteilt wurde, zu beeinflussen. Oder geschweige denn noch ein bisschen anzutreiben. Ja, du musst nichts tun, wollen die Engel dir hier sagen. Nimm Abstand von dieser Situation, denk jetzt nicht zu viel drüber nach, ja, weil ich habe gesagt, auch energetisch kann man rumfuschen. Vielleicht bist du gerade einfach sehr gut eingestellt und dabei soll es bleiben. Ne? Vielleicht machst du gerade voll deinen Turn, hast am Wochenende was mit den Mädels vor oder machst dir ein schönes Self-Me-Time zu Hause, kümmerst dich gar nicht so richtig um ihn. Ja? Aber genau die Energie, die du da ausstrahlst, ist vielleicht genau die richtige, damit er hier auf seinem Dampfer der Versöhnungsenergie bleibt. Wenn du jetzt anfängst, die ganze Zeit aufs Handy zu gucken und an ihn zu denken und ich will, dann könnte es ganz schnell sein, dass das Universum sagt, so, jetzt gibt's gar nichts. Ne? Gesetz der Anziehung, wir wissen alle, wenn wir etwas unbedingt wollen, dann rennt es vor uns weg. Ja, wenn wir nicht mal dran denken, dann passiert es meistens. Nicht umsonst fällt das Toast genau auf die Seite, wo man denkt, nein, bitte fall jetzt nicht auf die Nutella-Seite. Ach, okay, es ist auf die Nutella-Seite gefallen. Na klar. Ja, also, nimm Abstand, mach dein Ding, hab ein tolles Wochenende, leb dein Leben, geh deinen Hobbys nach, ja, bleib in dieser Energie, höre ich, in der du aktuell bist. Denn Mädels, mir kommt rein, ja, eure Flügel brennen. Die Ladies, die sind hier richtig, richtig unterwegs im Moment. Das kriege ich auch voll ins Kollektiv rein. Ihr seid bei euch. Und genau das ist es, was eine Prozessenergie in der Seelenverbindung antreibt. Indem man bei sich ist. Hier reinzuspinsen in der Tarotlegung, alles kein Thema. Ne? Nur nicht alle 2 Sekunden aufs Handy gucken und alles nachschauen und Instagram und... Ne? Nicht paniken. Weil damit drückt man den Seelenpartner nur weg, ganz besonders, wenn man in einer Twin Flame Verbindung steckt. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Und das Beste, was man machen kann, ist, bei dir zu sein. Dann wirkst du nämlich wie ein Magnet. In diesem Sinne, meine Lieben, wir lassen es so stehen. Wir haben die Botschaft der Engel bekommen. Wahre und weise Worte hier von den Engeln. Und ja,
Wenn ihr in Resonanz gegangen seid, wenn euch meine Legungen gefallen und sie lehrreich sind, vielleicht auch ein Stück weit, abonniert gerne den Kanal. Würde mich total freuen, wenn wir uns wiedersehen oder wieder hören vielmehr. Ich bin die Sunny und Kartendecks könnt ihr stöbern bei lovelysun.de. Und ansonsten, wir sehen uns am Wochenende, falls ihr Kanalmitglied seid und das Orakelwochenende gebucht habt. Dann gibt es Samstag das Seelenpartner-Orakel und Sonntag das große Wochenorakel. Und an alle anderen, wir sehen uns Montag. Macht's gut und niemals vergessen, always smile and shine.